So Leute, jetzt bearbeiten wir mal den Citroen XM Y3. Und zwar bearbeiten wir nur die Serie von 89 bis 94. Heißt das Vorfacelift. Wir schauen uns mal ein bisschen an, was gab es denn für Motoren, was sind denn die Schwachstellen, Ausstattungsvarianten. Wenn sich jemand dafür interessiert, auf was muss ich denn beim XM aufpassen? Nämlich, du kannst hingehen und den XM für 3.000 Euro kaufen, aber du kannst ja auch hingehen, ein XM für 12.000, 13.000 kaufen. Ja? Wenn an dem Auto nichts gemacht wurde, dann kann das eine böse Kostenfalle werden. Heißt, verschlissene Hydraulikkugeln. Wie steht da mit dem Rost da? Was etwas, was ganz wichtig ist, das will ich euch mal direkt zeigen, sind die Wagenheberaufnahmen. Und zwar hier unten diese. Die sind hier noch bei mir, wenn man es noch schön sehen kann. Kerzen gerade, wie sie Flugrost am Kotflügel, aber auch nicht weiter wild. Es gibt welche, die sind komplett umgeknickt, eingedrückt und sogar schon riesengroße Löcher drin. Darauf müsst ihr unbedingt achten. Auch nicht darauf aufbocken, ganz wichtig, sondern hier am Längsträger unten vorne, da lässt er sich wunderbar aufbocken. Das ist nämlich ganz wichtig. Sonst habt ihr eine ungeknickte Wagenheberaufnahme und dann kommt es zu riesengroßen Löchern und dann könnt ihr das Ding wegwerfen. Hinten die Wagenheberaufnahmen sind in der Regel unproblematisch. Ihr könnt ihn ruhig auch hier aufbocken, das macht nichts. Also wenn man vorne mal einen Reifenplatten hat oder sowas, auch nicht schlimm. Wagenheber drunter, da kann man es für die Not, um das Rad zu wechseln, mal ruhig aufbocken. Das ist nicht so schlimm. Nur sollte auf der Bühne nicht so belastet sein. So, worauf sollte man noch achten? Jetzt machen wir mal die Motorhaube auf. Zum Innenraum werden wir auch noch kommen. Da gibt es nämlich auch ein paar Schwachstellen, auf die man aufpassen sollte, damit man keine bösen Überraschungen erlebt. Insgesamt ist eigentlich der XM ein Auto, das sich unproblematisch fahren lässt, wenn alles dran gemacht wurde. So, was hätte man dann hier? Zum Beispiel die Zündspule mit dem Zündmodul, die sitzt hier. Die Zündspule, das Zündmodul, die Verteilerkappe, der Zündfinger, Kerzen, Zündkabel. Ganz wichtig beim XM auch den normalen CPJ V6. Oft starten die Dinger nicht im Winter oder bei Nässe. Oft ist es dann die Verteilerkappe, weil sich Feuchtigkeit angesetzt hat oder sie ist einfach zu alt. Also darauf immer ein Augenmerk halten, damit das Auto ohne Probleme startet. Wie in diesem Fall. Okay, der ist jetzt noch in der Garage ständig. Also ich habe da kein Problem mit dem Starten, seit ich alles ausgetauscht habe. Wie gesagt, an dem Wagen ist auch alles neu. Was mir noch alles spontan einfällt, diese drei kleinen Relais. Das ist für die Ventilatoren. Sehr ungünstig, wie man sieht, vor der Front kommt mal Nässe durch oder sonst was, korrigieren die Dinger gerne. Das heißt, erste Stufe, zweite Stufe, Gleichschaltung. Ob es jetzt in der Reihenfolge ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind sie immer dafür da. Und wenn die korrigieren, funktionieren die Ventilatoren nicht. Wenn die Ventilatoren nicht funktionieren, dann hat man richtig Probleme. Dann kocht das Ding. Und dann ist ruckzuck mal die Kopfdichtung im Arsch. Was hätten wir denn noch? Dann hätten wir einmal den, was ich persönlich ziemlich unglücklich finde, den Klimakompressor hier oben gesetzt. Weiß nicht, ob das von der Hitze so gut ist. Aber naja. Insgesamt hat der Citroen XM V6 Motor keine gravierenden Schwächen. Außer wenn man mal was dran machen muss, dann kommt man halt schlecht dran. Unter dem Schaltsaugrohr, da wo es die drei weiteren Drosselklappen gibt, wie gesagt, zwei große hier, die auch entlüftet werden müssen, wenn man mal die Kühlflüssigkeit getauscht hat. Hier sind so diese kleinen Messingschrauben, ich hoffe, die sieht man, auf der anderen Seite auch. Und unter dem Schaltsaugrohr, da sitzen Rohre für die Wasserleitung drinnen. Wenn die undicht werden, verliert er darüber Wasser und das sammelt sich dann am Block an. Sollte man auch machen, indem man das Schaltsaugrohr rausbaut und drunter mal dran geht. Was hätte man noch hier? Hier haben wir den Fliehkraftregler, der dient zur Lenkunterstützung für die Diravi, also für die geschwindigkeitsabhängige Servolenkung. Kann nicht schaden, mal aufmachen, schmieren, damit sich das Ding auch leicht bewegt. Ne? Dann hätten wir hier die Hydraulikpumpe, etwas sehr unglücklich. Wenn man den Riemen mal tauschen will, die Spannschraube ist auf der anderen Seite, man kommt schwer dran. Ich habe mir da selber einen Schlüssel geschweißt, um da besser dran zu kommen. Ansonsten wirklich sehr, sehr unglücklich da dran zu kommen.
So, ansonsten, was gibt es noch alles zu erwähnen? Hier sitzt der Luftfilter, sollte man auch mal austauschen. Ist nicht schwer, ein paar Schrauben hier lösen. An der Schelle den Schlauch hier ab und mal rausziehen und dann kann man auch schon die Luftfilter austauschen. Also nicht alles so komplex. Hier haben wir den Behälter für die Hydraulik, ist für den Fahrwerk, Bremsen, Lenkung zuständig. Hydraulikkugeln, alle neu gemacht, hier sitzen sie. Was noch anzusprechen ist, Domlager. Wenn das Domlager rostig ist oder das Gummi porös, so genau weiß man es eigentlich nie, sollte man aber drauf aufpassen, sonst schlägt das Domlager durch die Haube, dann macht es Batsch, dann ist die Haube kaputt und das ist dann nicht so schön. Also ein Augenmerk auch darauf halten, auch mal unten drunter gucken, oben drüber, ist das hier schon rostig, das ist schon ein Austauschteil, habe ich mal vorsichtshalber ausgetauscht, man kann ja nie wissen. Auf der anderen Seite war er noch gut, weder Rost noch porös ist er, also da gab es keine Probleme. Hier haben wir noch welche Hydraulikkugeln, ganz interessant beim CPJ4, also bei dem Motor, der Steifigkeitsregler sitzt hier unten, nicht am Rahmen in der Mitte, wie bei den anderen Modellen. Ansonsten, was gibt es noch alles aufzupassen? Wie gesagt, die Riemen sollte man auch mal alle tauschen. Man will ja nicht wegen sowas irgendwo stehen bleiben, wenn eine reißt. Man kommt relativ schwer dran. Hier haben wir den großen Riemen. Dann haben wir noch einen kleinen Riemen unten, der an der Lichtmaschine ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennt. Sollte man halt auch mal gemacht haben. Ansonsten, wie gesagt, es ist ein Langläufer. Da passiert so schnell nichts. Besonders beim Schaltgetriebe, beim Automatikgetriebe ist es wichtig. Man sagte seinerzeit Langzeitöl, nichts Langzeitöl, sondern Getriebeöl alle mal spätestens 40.000, 50.000 Kilometer tauschen und dann hält auch das Automatikgetriebe. Das 4HP 18 war es bei den bis 96, später kam 4HP 20 beim Y4 zum Einsatz. Das war auch nicht so langlebig, aber wenn man ein bisschen vorsichtig damit fährt, die Flüssigkeiten tauscht, dann sollte das Ding auch eine Weile halten. Was noch zu erwähnen ist, hier sitzen die Steuergeräte, ABS, Motorsteuergerät und Hydroaktivsteuergerät fürs Fahrwerk. Hier hat man noch 5 weitere Relais, und zwar für die Benzinpumpe, für die Lampersonden, für die Klima und so Gedöns. Die sind hier drin, sollte man auch mal, habe ich alle jetzt ausgetauscht. Hier ist das Relais fürs Abblendlicht, ne? Auch alles getauscht. Und dann hat man auch mal Ruhe, dann passiert auch so schnell nichts. Ansonsten gab es ja auch andere Motoren, jetzt für den Y3. Die wären, wie gesagt, der 82 PS Diesel. Und dann kam auch ein 109 PS Turbo-Diesel, weil der 82 PS Diesel ist ein Saugdiesel, läuft nicht schlecht, kann eine Million Kilometer oder mehr halten. Wie gesagt, da gibt es nicht viel dran, was kaputt gehen könnte. Ein Freund von mir hat ihn, ist damit super zufrieden. Vielleicht kriegen wir den auch mal irgendwo vor die Kamera, dann können wir uns den mal anschauen. Der hier ist halt ein Sensibelchen, aber jetzt auch nicht mehr so. Wenn alles dran gemacht ist, wie gesagt, dann laufen die Dinger. Was noch wichtig zu erwähnen für die Technik vom XM, die V6 Modelle, auch die mit 167 PS und die hier mit 200 PS, haben die Ravi-Lenkung. Die wird gerne undicht. Ich habe sie jetzt schon zweimal abgedichtet. Die gab es auch im Y4 hin weiter. Und später kam eine Diras-Lenkung bei den V6 Modellen mit Zahnriemen, die mit einer 6+2 Pumpe gelaufen sind. Die alten Diras-Lenkungen gab es einen Mengenteiler dran. Aber wie gesagt, bei der Diravi ist es wirklich ganz wichtig, dass die dicht ist. Wie erkennt man das? Man schaut sich hier an den Seiten, am besten jemanden mitholen, Lenkrad einschlagen, Manschetten angucken, Lenkungsmanschetten, läuft da das Hydrauliköl raus. Wenn es rausläuft, dann wird es ärgerlich, dann muss der Motor oder der Rahmen abgelassen werden. Ich habe es jetzt gemacht, als ich den Motor rausgeholt habe. Es ist leichter. Ich meine, wenn man es selber macht und abdichten kann, ist es gut. Wenn man es in die Werkstatt geben muss, dann wird es teuer. Darauf unbedingt ein Auge drauf werfen. So, jetzt habe ich euch ein bisschen was über den Motor erklärt. Und was gibt es denn an der Karosserie alles aufzupassen? Hier sind zum Beispiel die Standlichter. Die fallen gerne raus, sind entweder gebrochen an den Halterungen oder sie werden geklaut. Wie gesagt, fallen raus oder werden blind, vergilben. Die hier sehen noch richtig gut aus. Zierleisten laufen gerne an, dann sehen sie nicht mehr so schön aus. Hier sieht noch alles super aus. Das hier ist Glas, da passiert so schnell nichts dran. Hier habe ich ein neues Standlicht gekauft. Das war kaputt, ist nicht schwer zu tauschen. Motorhaube auf, von hinten rausdrücken, da kommen die Dinger auch schon raus. Ne? Ansonsten gibt es an den Seiten, wie gesagt, die Zierleisten hier. Die sind jetzt Edelstahl. Die gibt es jetzt zu kaufen, kosten glaube ich Pi mal Daumen 120 Euro. Ich habe sie in eBay gekauft.
Das Auto hat unglaublich viele Glasscheiben. Viele Glasscheiben bedeutet viele Gummidichtungen und die können porös werden, schrumpfen, abbrechen. Und das sieht dann nicht mehr so cool aus, weil die Dinger gibt es nicht mehr neu. Und die werden im schlimmsten Fall zum Beispiel hier an der Heckscheibe, an den Seiten von den Heckscheiben hier, Fenstern, wellig. Die Dichtungen hier, sieht nicht cool aus, also immer einschmieren mit Vaseline oder so. Ich nehme da immer Produkte von Petzolds, sind ganz gut, oder von Sonax, das hilft. Ansonsten zeige ich euch mal, das ist die einzige Zierleiste, die ich jetzt noch nicht ausgetauscht habe. Die suche ich noch als Neuteil. Sieht nicht so schön aus und dann sieht man halt, wie das oxidiert und dann aufblüht und dann sieht das nicht mehr toll aus. Felgen ebenfalls unauffällig sind die Speedline-Felgen, Original 24V oder V6 Ballas halt. Gab's. Hier waren mal Gewichte halt dran, aber bald kommen da eh andere Felgen wahrscheinlich dran. Ich mache 16 Zoller drauf mit 225er Breitreifen. So. Jetzt schauen wir uns nochmal die hinteren Wagenheberaufnahmen an, die man gar nicht oft genug erwähnen kann. Was gibt es hinten noch? Hinten gibt es noch die Schwingerarme. Das heißt, der hat hinten keine Stoßdämpfer, sondern so Arme, in dem so Federzylinder reingehen und eine Hydraulikkugel. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennt. So. Und wenn die Lager von den Schwingerarmen kaputt gehen, dann kriegt das Auto X-Beine und macht Geräusche beim Einfedern. Also deswegen auch ein Augenmerk darauf halten, wenn ihr euch einen kauft. Ganz wichtig. Und was noch wichtig wäre, Hinterachse, komplizierte Sache beim XM, die Hydraulikleitungen, die können rosten, die auf die Hinterachse hochgehen, es gibt 5 Stück, glaube ich. Und allgemein noch an der Hinterachse gibt es auch noch Leitungen. Bei möglichst immer eine Hebebühne holen, drunter gucken, guckt euch die Hydraulikleitungen an, wenn die verrostet sind, das kostet einen Haufen Geld, das zu machen. Wie gesagt, bei dem sind sie ja rostfrei, aber es gab schon Modelle, wo ich die getauscht habe und dann von Kunifer, das sind so Kupferleitungen, dran gebaut habe. Das wäre so allgemein draußen, wie gesagt, rostmäßig stehen die XM, wenn sie gepflegt wurden, echt gut da. Der wurde ja vom Werk aus gut verzinkt. Jetzt werden wir uns mal den Innenraum anschauen und schauen wir uns mal da an, was da alles kaputt gehen kann. So, was wir ebenso nicht angesprochen haben, wäre das ABS-System. Das Auto ärgert manchmal den Inhaber mit Falschmeldungen oder Richtigmeldungen, besser gesagt, beim ABS. Und zwar, dann steht hier nicht linke vordere Tür offen, wenn ihr ihn anspringt, sondern ABS außer Betrieb. Meistens hängt es dran an den Steckverbindungen von ABS-Sensoren, kein Kontakt. Anschauen, mal mit dem Citroen-Programm Lexia auslesen und sich mal anschauen, wenn ein Sensor kaputt ist, welcher ist es. Nicht einfach wild rumtauschen, die Sensoren kosten auch um die 100 Euro, also erstmal auslesen. Ansonsten gibt es im Innenraum nicht so viel zu sagen. Hier bricht wenig, wenn man es jetzt nicht mutwillig kaputt macht oder so. Mal gucken, ob die Motoren, alle elektrischen Helferlein einfach mal überprüfen. Motoren von den elektrischen Sitzen sollten einwandfrei funktionieren, Mittelarmlehne auch. Dazu müsst ihr den Motor starten, das hatten wir im Innenraumvideo schon gehabt. Und das Leder, wie ihr seht, das ist auch absolut langlebig, ja. Hinten wie vorne gibt es da nicht viel dazu zu sagen, außer zu dem Holz. Das Holz ist wichtig, anschauen, ob es nicht abgeblichen ist von den Y3-Modellen, ich weiß nicht, warum das so ist. Es gab hier Rosenholz, später gab es Bubinga-Holz. Und das sollte man sich auf jeden Fall anschauen, dass das nicht verblichen ist. Eincremen immer mit Holzpasten, Cremen, was es da so gibt. Schauen, eincremen und dann halten die Dinger auch. Ansonsten Leder auch immer schön eincremen, damit es geschmeidig bleibt. Und immer auf Fehlermeldungen hier achten. Was kann mir hier alles eigentlich so angehen, außer dass die linke vordere Tür jetzt offen ist? Stopp, Kühlwasserverlust. Also es gibt verschiedene Anzeigen, da sollte man sich mal im Bordbuch durchlesen, wenn man es mitbekommt, wenn man ein XM kauft. Angucken. Durchlesen. So, zum Himmel gibt es nicht viel zu sagen. Bei Jaguar und BMW kennt man es ja halt oft, dass der Himmel hängt. Beim XM ist das glücklicherweise jetzt nicht so. Vielleicht gibt es mal vereinzelt ein Modell, wo der Himmel hängt. Ich weiß nicht, das ist jetzt ein Modell mit Schiebedach. Ich hatte es jetzt bisher noch nicht gehabt. Sollte auch nicht der Fall sein, dass das runterhängt. Wenn ja, muss man es halt austauschen. Ist auch nicht so wild. Die Tasten werden manchmal blind, wenn man zu daran rumgetatscht hat. Hier sind noch alle Tasten gut, lassen sich auch leicht austauschen. Die Klappe bricht gerne, sehr gerne. Bei dem ist es halt, das Motorsteuergerät ist jetzt halt freigestellt und da muss ich die Klappe nicht mehr öffnen. Breche mal gerne diese Noppen hier mit diesen kleinen Federn und dann
hängt die Klappe so halb unten, kannst auch nicht mehr hochheben. Oder dieser Clip hier bricht, dann hältst du das Ganze nicht mehr so schön unten. Aber ansonsten gibt es dazu auch nicht besonders viel zu sagen. Man sollte das Gestänge unten immer schmieren, damit die Hydraulik einwandfrei funktioniert. Hier ist ja die Höhenverstellung, ich kann das euch das mal zeigen. Sollte einwandfrei sich bewegen lassen und wieder einrasten. So, jetzt haben wir das Wichtigste schon auch schon durch. Eine kleine Kaufberatung. Was natürlich wichtig ist, ist die Hydraulik. Aufpassen, dass der nicht hart ist, nicht hinten, nicht vorne. Meistens ist es die Hydroaktivkugel, die nicht getauscht wurde. Es werden gerne immer die Federkugeln getauscht, aber nicht die Hydroaktivkugeln. Dann stellt er auf hart und dann ist das Fahrwerk knüppelhart. Gucken beim Kaufen, geht das Fahrwerk richtig hoch, runter, gibt es Leckagen, wo das Öl rausläuft. Finger davon lassen, wenn es so ist, wenn man selber nicht schrauben kann. Ansonsten ist das Auto ja extrem langlebig. Man kann auch zum Y4 greifen. Auch da gibt es tolle Motoren. Da gab es einen 2 Liter 16V mit 132 PS. Wem das Ganze dann aber doch ein bisschen zu langsam ist, es gibt den Zahnriemenmotor. Das ist einer meiner Favoriten im Y4 auf jeden Fall. 190 PS, 3 Liter und verbraucht echt wenig. Auf der Autobahn kriegt man ihn mit 130, 140 auf 8,5 Liter. Also auf langer Strecke, für was die Autos auch gebaut sind, echt toll. Und wenn man sich halt den Klassiker, den Y3 kaufen will, kann man am besten, weil das Modell ist verdammt selten, wird man wohl nicht so oft im Netz finden, wäre der normale V6 als Pallas. Erkennt man daran, dass auch die Stoßfänger und diese Seitenschutzleisten hier in Wagenfarbe lackiert sind. Genauso wie die Außenspiegel und die Käseecken und so weiter. Ja? Daher erkennt man daran, auch an dem Holz, der elektrisch verstellbare Mittelarmlehne, erkennt man dann ein Pallas und sind sehr zu empfehlen. So, ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen und es wird noch ein Unterhaltvideo kommen und ein Fahrvideo und wir werden noch ganz viele andere Citroën bei mir auf dem Kanal bearbeiten. Bleibt dran und verpasst nichts. Lasst ein Like nach oben da, ein Abo und macht's gut, Leute.